Tour mit Basti und Björn und Rainer und die nächste Location ist ebenfalls wieder ein altes Bauernhaus. Und wir müssen mega aufpassen, weil das Ding wirklich direkt an der befahrenen Hauptstraße ist. Das heißt, mit den Fenstern müssen wir hier wirklich ein bisschen Acht geben. Ich würde sagen, wir schauen uns mal um. Basti hat doch schon irgendwas gefunden, irgendeinen alten Brief. Ja. Oh, schau mal, wie ordentlich das geschrieben ist einfach. Liebe Irene, endlich komme ich mal wieder dazu, dir ein paar Zeilen zu schreiben. Aber meine Zeit ist meistens genau eingeteilt. Wie ist es denn bei euch, das Wetter? Wie ging es sonst so weit? Wir haben Sonnabend gedroschen. Mhm. Von 1960 tatsächlich, dieser Brief. Hast du das hier schon gesehen? Schau mal. Wow. Ist das ein altes Radio, ne? Tatsächlich. Schaut euch mal die Tasten an, Leute, wie man das hier eingestellt hat. Crazy. Da ist die Straße, deswegen da müssen wir echt aufpassen, dass uns hier keiner sieht. Deswegen werde ich jetzt mal nicht so nah da dran gehen, aber da liegen auch noch irgendwelche Hefte. Und hier ist noch so ein Ofen, Kochplatten, Kochfelder. Und da wurde dann immer eingeheizt. Hier liegt auch noch eine Zeitung von August 1999 tatsächlich. Ja, Leute, das ist nicht ganz so geil. Ihr seht es ja selber. Oh, hi. Hallo. Ist nicht ganz so geil mit der Straße da, ne? Okay, dann einmal aus der hockenden Perspektive, Leute. Hier scheint sowas wie die Stube gewesen zu sein. Noch ziemlich viele alte Möbel vorhanden und hier auch wieder so ein... Das war ja schon eine Art Heizung eigentlich, oder? Mhm. Das Ding. Einer der ersten modernen Modelle. Also Leute, dass ich mal hocken in Lost Place durchquere, hätte ich auch nicht gedacht. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Moment. So. Ich würde gerne mal erzählen. Aber wir müssen echt aufpassen. Hier oben stehen auch noch irgendwelche Getränke, ein bisschen Deko. Und da geht auch noch ein Raum weiter. Aber das ist natürlich echt alles gerade nicht so geil. So, hier sind wir ein bisschen safe hinter der Tür. Hier war dann wahrscheinlich das Schlafzimmer. Nur so eine Wärmedecke. Die sind da eigentlich echt gefährlich, ne? Die gehen auch gerne mal in Flammen auf. Also ein richtig uraltes Bett. Ein Ein-Mann-Bett. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal schnell durch. Oh. Jetzt stehen wir hier in einem weiteren Schlafzimmer mit einem großen Bett. Das sieht Elfen, das ist doch Elfenbein tatsächlich. Leute, schreibt es mal in die Kommentare, ob das hier Elfenbeinbesteck ist. Ach, Spinnenweben ohne Ende schon wieder. Okay, der Raum ist fast leer. Bis auf ein Bett und alte Schuhe. Hier wurde noch der Teppich wieder zusammengerollt und eingepackt. Und hier stehen dann noch ganz viele Kartons. Aber wie gesagt, Leute, da gegenüber ist ein Haus. Ich werde hier mal wieder aus dem Raum gehen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal nach oben. Hier oben ist noch eine Tür, beziehungsweise hier noch eine Tür. Okay, hier ist auch der Raum relativ leer. Wir gehen mal hoch, Freunde. Okay, das Zimmer ist leider komplett ausgeschlachtet. Dachboden schon die ganze Dämmung quasi weggenommen. Der Raum ist abgesperrt. Warum ist der Raum jetzt abgesperrt? Das würde mich ja mal mega interessieren, was da drin ist. Aber ich kann es nicht sehen durchs Schlüsselloch. Das wäre jetzt interessant zu wissen, Leute. Hier aber auch komplett auseinandergenommen. Hier wurde ja noch nachträglich gearbeitet. Da steht ja auch eine Leiter. Wie ist abgeschlossen? Und der Rest der Räume leider auch leer. Das Einzige, was hier auf der oberen Etage noch wohnlich ist, ist tatsächlich der Teppich. Ja, super. Also Leute, die Tür, die abgeschlossen ist, führt hier hin. Lehr- und Übungsheft der deutschen Einheitskurs irgendwas. Kurzschrift, okay. Altdeutsche Schrift, Karl Finke aus der 10C, 1963 tatsächlich. Das war irgendwie ein Lehrer oder so, ne? Weil hier auch überall so alte
Hefte rumliegen. Die Erschaffung des Weibes. Als Gott das Wunderwerk der Schöpfung zu beschließen, den Adam und mit ihm sein Ebenbild gemacht, stand glücklich nun der Mensch aus Lehm hervorgebracht und sah die ganze Welt als Herr zu seinen Füßen. Okay. Aus dem Leben Appelschnutz. Was ist das hier? Ein Kamasutra von 1960, oder? Mhm. Meine Lieblingstreppen, die Holztreppen. So, aufpassen. Ach du Schande, Leute. Pfirsiche, weiß gar nicht, was da alles drin ist. Kirschen, auch zum Teil Pflaumen, ja. Ja, hat man früher viel gemacht, ne? Also, da aber ordentlich. Also, das ist ja ein Vorrat für eine ganze Großfamilie. Wahrscheinlich, Leute, könnte man es sogar teilweise noch essen, weil das einfach so konserviert und eingelegt ist, dass es halt nichts ausmacht, ne? Soweit sind wir durch. Ich denke, wir haben alles gesehen. Wir fahren jetzt weiter zur nächsten Location. Und Björn macht an dieser Stelle für mich das Outro. Ihr kennt das ganze Spiel. Kanal abonnieren, Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Schaut bei mir vorbei auf meinem Kanal. Die hat Link, Jules da unten. Schaut bei Basti und Rainer vorbei. Und lasst ganz viel Liebe da. Ich hab keinen. Für die Kleine hinter der Kamera. Ganz viel Liebe. Und wir fahren jetzt weiter? Genau, zur nächsten Location. Ich weiß noch nicht wohin. Doch, vielleicht weiß ich es. Leute, hier steht tatsächlich noch eine alte Ente drin. Das Dach kommt hier aber schon richtig runter. Oh, aber es ist so schade drum. Es ist ja wirklich schade drum, ne? Das ist Auto für dich. Oh, so ein kleines, meinst du? So, die ist cool. Die sind cool. Ja, sind sie wirklich. Oh, ich finde sowas immer so schade, wenn sowas irgendwie einfach hier so, so steht und verrostet, ne? So, wir sind an der nächsten Location angekommen und hier wird man erstmal erschlagen von tausend Dingen. Ihr habt es eben kurz von außen gesehen, Leute. Hier steht alles voll. Wirklich alles voll. Also das ist so viel Chaos, dass es eigentlich schon wieder geil ist. Hier wurde auf jeden Fall auch eine Menge durchgesucht und gekramt. Ja, man weiß bei sowas gar nicht, wo man anfangen soll. Hier steht erstmal so ein Schrank mit so alter Bemalung, der hier schon richtig runterkippt. Dann hier die ganze Fensterbank voll mit Kunstblumen. Da geht's in den Garten, da konnte man richtig schön sitzen. Das ist noch so eine richtig liebevolle Sitzecke. Und was einem als erstes ins Auge springt, sind hier Bücher. Überall ist ganz, ganz viele Bücher. Hier sind wir in der Küche und auch hier steht wieder alles voll. Eine Menge Geschirr noch vorhanden und auch wieder Briefe ohne Ende. Pink Floyd, The Wall, Chris Rea. Oh, einen guten Musikgeschmack hatten sie aber, die richtig guten alten Lieder. Da ist eine Zeitung, da steht bestimmt auch ein Datum von 2019 tatsächlich, Leute. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber was mir auffällt, das scheint gar kein normales Wohnhaus gewesen zu sein. Denn hier steht ein Schild mit Privat. Man hat ja nicht in seinem eigenen Wohnhaus ein Schild, wo eine Tür ist mit Privat. Schauen wir uns gleich an. Hier war so eine Art Doppelbett tatsächlich. Vielleicht war das hier so eine Unterkunft. Irgendwie eine Beherbergung oder sowas. Ach, das ist aber auch nur ein Badezimmer hier hinter der privaten Tür. Oh, ein erdrückendes Badezimmer schon fast. Mit so einem ganz alten Toilettenstuhl hier. Bei Staurettungsgasse. Da hängt einfach noch das Toilettenpapier und noch eine Dusche. Tatsächlich aber schon ebenerdig, ne? Also so alt war die Dusche wahrscheinlich auch noch gar nicht. Hier geht's auch noch mal weiter. Ich weiß nicht, da steht... Doch, hier steht noch ein Auto drin. Ach, wie krass, so ein alter Bus einfach. Wie krass ist das denn, Leute?
hier scheint auch mal jemand sich zeitweise entweder aufgehalten zu haben oder die Matratze wurde hier abgelegt. Aber, boah, krass. Was ist denn das hier überhaupt für ein Auto? Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Der Seestern, das ist kein Mercedes-Stern, das ist ein Seestern. Ich weiß es nicht. Aber geiles Ding. Richtig gut erhalten, einfach die Ledersitze. Ist echt so, ne? Krass. Spritztour oder? Gemütlich. Ja? Sitzt du gut? Eine Automatik auch noch. Ja, dann würde ich sagen, Tor auf und dann kann's losgehen. So, da geht noch eine Treppe hoch. Wieder meine geliebte Holztreppe. Ja, ihr wisst es, ne? Ich und Holztreppen. Es ist immer wieder das Gleiche. Ich hasse sie einfach. War das denn mal ein Blumengeschäft oder sowas? Kann das sein? Aber das sieht ja nicht aus wie ein Geschäft da unten eigentlich. Weil da auch eine Toilette abgegrenzt ist, in der privat steht einfach, ne? Die würde ich zulassen. Was da alles runterkommt, das ist besser. Jo, kommt dir gleich die ganze Wand entgegen. Lass du besser zu. Krasses Ding, Leute. Irgendwie. Einfach, weil hier so viel rumliegt. Hier könnte man sich wahrscheinlich Stunden beschäftigen. Weil hier so viel Privates auch wieder da ist, ne? Es ist halt einerseits super spannend, immer was über die Location zu erfahren. Und andererseits ist es halt immer ein bisschen befremdliches Gefühl quasi so. Deswegen sollte man, wenn man so in solchen Locations ist, wo eben noch so viel private Sachen sind, das immer mit Respekt behandeln. So. Ah, hier draußen auch nochmal so eine kleine Werkbank und halt wie gesagt dieser süße Garten, der da noch war, echt. Das ist nicht schlecht. Ja, ne? Es war richtig gemütlich. Oh Gott, was ist das denn für ein Sadomaso-Schwein? Jo, Freunde. Das ist eine interessante Statue. Hier müssen wir auch wieder aufpassen, weil wir direkt an der Straße sind. Hier stehen noch so richtig krasse Möbel einfach rum. Die Wand dahinter ist so kaputt auf diesem Orangenen, dass es schon fast so aussieht, als sollte das so sein. Als wäre das irgendwie eine krasse 3D-Wandtapete oder so. Oh, eine Katzenlampe. Die ist aber herzig. Und da ist noch eine Tür tatsächlich. Die sieht mir aber fast so aus, als sei die nur angelehnt. Die, ach du Schande, die einfach aus den Angeln hängt. Ein Vorhang? Das ist jetzt nicht wahr. Warum ist da ein Vorhang hinter der Tür? Ein geheimer Raum. Ach, da kommen wir in das andere Zimmer. Das ist das Wohnzimmer, wo wir innen drin waren. Ja, Leute, das wäre auch mal was, wenn man hier einfach... Oh, wir müssen echt aufpassen da mit der Straße. Das wäre doch auch mal was, wenn man hier einfach mal so einen geheimen Raum irgendwo finden würde. Richtig verrückt. So, hier geht's, wie gesagt, noch nach oben. Hier ist nochmal ein Bild von einer Familie. Warum waren diese alten Treppen eigentlich alle so steil? Ja, die hatten es aber mit komischen Türen, oder? Oh, die führt in so einen... Auch in so einen kleinen Raum noch dahinter. Das ist eine schöne Lampe da oben. Oh. Die hat richtig Stil. Das sieht aus wie ein Staubsauger. Ja, wirklich sieht aus, als wäre die selber gebaut. Oder? Was denkt ihr? So, hier ist eine kleine Stube gewesen. Mit einem Bett. Hat aber irgendwie so, wie das Bett da steht, finde ich so ein bisschen was Zellenartiges. Also zumindest wirkt es so auf mich. Leute, wisst ihr, was ich meine? Das sieht ein bisschen aus wie so ein... Zellengefängnisbett irgendwie. Guck mal, dieses creepy Foto. Ja, überall hängen ganz unheimliche Fotos. Du hast vollkommen recht. Diese Bilder an der Wand hier überall. Mit diesem kleinen Schreibtisch. Guck mal, da liegt noch ein Bild. Das ist doch von einem Kind gemalt worden. Das Kind mochte Pferde anscheinend echt gerne. Ein Badezimmer noch. Das hat aber schon bessere Luft gesehen, gehört, gerochen.
Wie kann man denn auch ein echt Holzfußbogen ins Badezimmer legen? Das war nicht so ganz durchdacht, meine ich. Ätzend. Reiniger. Richtig widerlich. Die mochten übrigens orange ganz gerne, ne? Ich habe ganz, ganz viele Zimmer gesehen, die orange sind. Filtertüten, dann gehe ich doch mal davon aus, dass hier die Küche war. Tatsächlich, die wurde zwar rausgenommen, aber hier oben ist noch eine Dunstabzugshaube. Und dann war hier so eine kleine Küche. Und hier wahrscheinlich Kühlschrank und Küchenschränke. Das ist leer allerdings. Hier ist noch ein Brief. Und zwar scheint es noch ein Liebesbrief zu sein, den da steht. Und es macht mich ganz kribbelig, dass du so weit weg bist. Der Göttin sei Dank, dass ich jetzt erstmal wegfahre und beschäftigt bin und nicht so viel Zeit zum Nachdenken habe. Auf alle Fälle wurde ich da. Ich kann es nicht richtig lesen. Aber es geht irgendwie. Einen dicken Kuss und alles Gute. Deine Susanne. Und hier neben noch ein Bild. Möglicherweise war das Susanne. Hier konnte man dann ganz gemütlich sitzen. Richtig schön geschützt mit dem Zaun hier drumherum. Dann wurde hier gegrillt. Schon echt schön. Ach, hier steht einfach noch ein Wohnwagen. Habt ihr das schon gesehen? Und noch eine Schaukel, was nochmal bestätigt, dass die wohl Kinder hatten. Und hier steht einfach noch ein ganz, ganz alter Wohnwagen rum. Krass. Wenn man denkt, dass man mit der Location durch ist und alles gesehen hat, findet man hier noch einen Wohnwagen. Hier mit kleinem Badezimmer und einer Couch. So Leute, wir sind durch, wir haben alles gesehen. Die letzte Location fand ich an sich so ein bisschen erschlagend einfach. Also es ist ja besser, wenn quasi noch Sachen vorhanden sind und wenn man mit was agieren kann, als wenn nichts mehr da ist. Aber ja, einfach zu viel des Guten, könnte man fast schon sagen. Wir fahren jetzt noch eine weitere Location an, dann ist unsere Tagtour für heute beendet. Aber für euch war es das erstmal mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst gerne ein Abo da und schaut auch gerne mal bei den anderen vorbei. Die ganzen Links findet ihr in der Videobeschreibung. Bis dahin.